wieder Mareike. Wir sind hier in Karlsruhe am Naturkundemuseum und wir treffen jetzt gleich André Dietrich. André Dietrich ist Lehrerin hier und wird uns ein bisschen darüber berichten, wie LehrerInnen mit queeren Themen im Unterricht umgehen und wie es queeren SchülerInnen an den unterschiedlichen Schularten geht. Genau, und wir treffen Sie jetzt. Kommt mit! Hallo, ich bin André. Ich unterrichte Mathe und Informatik an einer beruflichen Schule. Und beim CSD möchte ich mitmachen, weil ich selber queer bin. Ich bin ein Genderfluid Demigirl und ja, habe festgestellt, da ist dringend noch Unterstützung in Öffentlichkeit, vor allem an den Schulen, nötig. Und ja. Ein Demigirl, also ich identifiziere mich als größtenteils Frau und der Rest ist non-binary. Leider spielen queere Themen eigentlich noch gar keine große Rolle an der Schule. Im Unterricht ist es nur so, also jetzt an unserer Schule, weil ich sehr offen damit umgehe, unterbrechen die Schüler ab und zu, natürlich, weil sie den Unterricht gerne unterbrechen, aber interessieren sich dann, stellen Fragen und da opfere ich gerne mal die ein oder andere Unterrichtsstunde. Ja. Also in Mathe, Informatik kommt es tatsächlich gar nicht vor, aber auch wenn ich mit KollegInnen spreche, da wenn Sie bisher queere Themen einbauen, dann ist es wirklich auf Eigeninitiative basiert und nicht im Lehrplan. Tatsächlich habe ich in der Freizeit wenig mit den Jugendlichen zu tun, außer mit Jugendgruppen, die sich eh auf queere Personen verstärkt orientieren, wie zum Beispiel hier in Karlsruhe das LAVI. Oder in unserer Schule habe ich einen Queer-Club aufgemacht, was im Prinzip eine kleine Variante davon ist. Und ja, da findet dann ein entsprechender Austausch statt. In unserer Schule haben wir seit 2 Jahren circa einen sehr offenen Umgang damit. Und da funktioniert das relativ gut. In Klassen wird das gut aufgenommen. Vielleicht mal, dass die einen oder anderen das ein bisschen kritisch hinterfragen. Aber wenn man eine Stunde lang mit denen offen drüber gesprochen hat, dann ist es für die meisten völlig okay. Ja, also bei uns funktioniert das. Ich habe schon einige andere Jugendliche von anderen Schulen kennengelernt, die sagen, da gibt es Probleme. Manche haben zum Beispiel nach ihrem Coming-out das Problem, dass sie dann Mobbing erfahren, teilweise so weit, dass sie die Schule wechseln wollen. Auch wenn es darum geht, vielleicht so eine queere Gruppe, wie es an unserer Schule gibt, aufzubauen, da stellen sich die SchulleiterInnen teilweise quer und sagen, das möchten sie nicht, weil ja, dann wird das Thema zu öffentlich oder ja. Die Eltern, die ich bisher erlebt habe, waren so, dass sie ihre Kinder auf jeden Fall unterstützen wollten, aber sie waren extrem verunsichert und haben eigentlich nur nach Hilfe gefragt und Erklärungen, weil sie die ganzen neuen Begriffe, die die Jugendlichen dann verwenden, nicht kannten, gerade, dass es eben mehr als 2 Geschlechter geben soll und mit den ganzen Pronomen und wie sie damit umgehen sollen, ja. Erst einmal habe ich es wirklich erlebt, dass Eltern da dagegen waren und das konnten wir noch nicht lösen, da sind wir noch dran. Ja. Also ich war extrem nervös. Ich habe vorher im Internet immer gelesen, wenn Lehrkräfte sich als trans outen, dass dann meistens ein Schulwechsel mit verbunden ist. Sie beenden ihre Karriere an der einen Schule im einen Schuljahr und fangen dann mit dem neuen richtigen Geschlecht an der anderen Schule an. Und
Die Schulleiterin hat mir aber da absoluten Rückhalt zugesichert und dann, ja, und es gab auch noch andere Kollegen, die schon Bescheid wussten und so habe ich mich da ziemlich sicher gefühlt. Die SchülerInnen haben noch positiver reagiert als meine KollegInnen. Die waren sehr neugierig, haben viele Fragen gestellt. Die KollegInnen haben vereinzelt Fragen gestellt und nur einmal gab es einen Kommentar, dass sie jetzt einfach Schwierigkeiten haben, sich umzustellen. Und ja. Wir haben an unserer Schule mittlerweile sehr fähige Sozialarbeiter, die uns da extrem unterstützen, die in die Klasse gehen, Klassengespräche führen, mit den Lehrkräften Gespräche führen und auch ich unterstütze die dann bei der Aufklärung, aber vor allem unsere Sozialarbeiterinnen, die sind da echt klasse. Eigentlich versuchen die Schulen eben nach außen zu sagen, sie sind offen und tolerant für alles. Die Umsetzung ist allerdings bei vielen dieser Schullogos, Mottos oder so immer so eine Sache. Auch wir haben zum Beispiel versucht, der Initiative Klischeefrei beizutreten. Die ist für Ausbildungsbetriebe eigentlich gedacht, dass dann die ganzen Unterrichtsunterlagen möglichst geschlechtsneutral formuliert sind. Und da haben wir gesagt, wir bilden ja auch aus, da passt das. Aber natürlich dauert es, bis alle Lehrkräfte sich da dran halten und das umsetzen. Also vor allem, was das Queersein angeht, eigentlich ist es vor allem der Aufklärungsunterricht, dass der komplett umgebaut wird. Da wird immer noch klassisch von zwei Geschlechtern gesprochen und selbst da teilweise falsche Begriffe verwendet. Und ja, da müsste angesetzt werden. Ansonsten in der Schule lebt viel mit den Jugendlichen von dem, was die übers Internet auch kennen. Und ja, der Rest kommt, die LehrerInnen passen sich dann auch an. Ich hätte mir früher gewünscht, dass mir jemand sagt, trau dich noch mehr. Ich war schon selbstbewusst, aber setz das um, was du in dir fühlst. Und ja, ich habe es mich früher nur an Fasching getraut, leider.